Stellen Sie sich für einen Moment lang vor, Sie würden alt geboren und immer jünger werden. Sie müssten sich keine Gedanken um einen gesunden Körper oder andere Alterserscheinungen machen. Doch es kommt nicht darauf an, die Zukunft vorauszusagen, sondern darauf, auf sie vorbereitet zu sein. Irmgard Santer und ihr Mann Konrad machen sich schon seit einigen Jahren ganz konkrete Gedanken über ihre Zukunft. Über das Leben im Alter. Bei den regelmäßigen Besuchen ihrer Vertrauensbank wurde Irmgard immer wieder darauf angesprochen, bis sie sich eines Tages konkret damit beschäftigt hat. Eigentlich ist es mir auch so gegangen, ich habe auch nicht auf eine Pension gedenkt oder so. Aber dann hat mich der Filialleiter dazu mal angesprochen und hat gesagt, das war eine super Sache, ich muss nachher erklären gelassen. Und haben wir wirklich gedacht, es ist wichtig, dass man neben staatlichen Rentenabsicherung noch ein zweites Standbein hat und haben da mitgetan. Neben der staatlichen Rentenabsicherung hat sich Irmgard somit ein zweites Standbein in Sachen Altersvorsorge aufgebaut. Seit rund 10 Jahren zahlt die 51-Jährige nun schon in einen Zusatzrentenfonds ein. Und bald ich das noch gesehen habe, dass das für mich gut geht, noch habe ich auch die Töchter angesprochen. Weil einer tut auch schon unterrichten und die zweite ist noch im Studium, haben sie auch motiviert, dass sie monatlich etwas auf Seiten tieren, weil es heutzutage auch wichtig ist, später auf der Rentenvorsorge, dass man wirklich ein Standbein hat und die jungen Leute brauchen unbedingt das auch. Ihr Mann Konrad ist Landwirt und im Nebenerwerb tätig. Auch er zahlt in einen Zusatzrentenfonds ein. Am Anfang waren die beiden skeptisch, doch vor allem der steuerliche Vorteil hat sie überzeugt. Denn Einzahlungen in einen Zusatzrentenfonds sind bis zu einem jährlichen Gesamtbetrag von 5.164 Euro steuerlich absetzbar. Beim 13. Monatsgehalt praktisch stocke ich nur einmal auf und dann sehe ich wirklich, dass man volle abschreiben kann. Seit ziemlich genau 20 Jahren gibt es die regionale Zusatzrente nun bereits. Rund 200.000 Bürgerinnen und Bürger sind in einen der 4 Rentenfonds der Region Trentino-Südtirol eingeschrieben. Doch offenbar haben vor allem junge Menschen Hemmungen, diesen wichtigen Schritt zu machen. Speziell im Pensionsfondsbereich ist sicherlich die lange Laufzeit die Hemmschwelle, wo man eben die Kunden schon oft einmal muss auch mehrmals darauf ansprechen und mehrmals auf die Vorteile darauf hinweisen, was das eigentlich alles bringt und dass es vielleicht auch für die sehr jungen Kunden eigentlich schon fast ein Muss ist, das zu machen und da früh genug anzufangen. Gerade für jene, die sich frühzeitig entscheiden, in einen regionalen Zusatzrentenfonds einzuzahlen, gibt es eine Reihe von Vorteilen. Ziel ist es, ein zeitgemäßes Welfare-Projekt anzubieten, das jeder Südtirolerin und jedem Südtiroler dann unter die Arme greift, wenn dies notwendig wird. Ja, die Region erbringt hier eine Reihe von Leistungen. Zunächst einmal, dass sie den Fonds Kosten abnimmt, das kommt den Eingeschriebenen zugute, das erhöht die Rendite. Die Verwaltungskosten werden zu einem großen Teil von der Region getragen und nicht von den einzelnen Fondsverwaltern. Und das ist schon ein Vorteil. Der andere ist, dass in besonderen Situationen die Region die Beitragseinzahlung für den Betroffenen übernimmt. Das ist bei Arbeitslosigkeit der Fall, damit man eben weiterversichert ist. Aber genauso auch bei der Betreuung von Kleinkindern für die Mütter oder auch bei der Pflege von pflegebedürftigen Personen. In all diesen Fällen gibt es wirklich Leistungen aus Steuermitteln, damit die Beitragszahlung nicht unterbrochen wird in solchen Fällen. Kritische Stimmen seitens der Arbeitgeber weisen auf die verpflichtenden Beitragszahlungen hin. Denn der Arbeitgeber ist verpflichtet, je nach Art des Kollektivvertrages 1-2% des Monatslohns als Pflichtbeitrag in den Fonds des Arbeitnehmers einzuzahlen. Zum einen hätten die Arbeitgeber sowieso die Pflicht, auch den Abfertigungsfonds in ihrem Betrieb sonst zu halten. Zum anderen ist es auch so, auch die Arbeitgeber müssen doch ein Interesse daran haben, dass wir eine gute soziale Absicherung der Gesellschaft insgesamt haben. Das schafft soziale Sicherheit, sozialen Frieden, das schafft dann auch wieder Konsum und somit belebt das auch die Wirtschaft. Sinnvoll sparen für die Zukunft. Ein Rechenbeispiel. Stefanie ist 25 Jahre alt und verdient 1.200 Euro netto monatlich im Handelssektor.
Wenn Sie jährlich die gesamte Abfertigung, 1,55% Arbeitgeberbeitrag und 0,55% Arbeitnehmerbeitrag einzahlt, kann sie ihre öffentliche Rente erheblich aufstocken. Nach 41 Jahren Arbeitszeit und einem jährlichen Einkommen von 34.244 Euro macht die öffentliche Rente 26.692 Euro aus. Durch das im geschlossenen Rentenfonds angesparte Geld kommen noch einmal 18% dazu, das heißt insgesamt 6.146 Euro. Das heißt auch, dass Stefanie am Ende so viel Rente zur Verfügung steht, wie ihr Gehalt bei Pensionierung ausmachte. Der Sitz des ASGB in Bozen. Auch hier befindet sich einer der landesweit 123 Infopoints des regionalen Zusatzrentenfonds Pensplan. Melanie Bichler ist 24 Jahre alt und seit dem Abschluss der Berufsschule in der Privatwirtschaft tätig. Seit kurzem ist auch sie in einen Zusatzrentenfonds eingeschrieben. Ich habe mich vorher schon interessiert dafür, weil ich viel davon gehört habe. Und dann habe ich eben angefangen zu arbeiten und habe die Kollegen gesagt, probier es, informier dich. Und dann habe ich mich eben da beim ASGB informiert und gesagt, nein, das passt. Und dann melde ich mich gleich, habe mich gleich angemeldet. Musst du auf etwas verzichten? Nein, eigentlich nicht. Weil das, was auch abgezogen ist, merkt man sowieso nicht. Und man hat gleich Vorteile soweit für die Zukunft. Melanie geht davon aus, rund 40 Jahre lang in den Fonds einzuzahlen. Und bei ihrem Berater erkundigt sie sich regelmäßig nach dem Stand der Dinge. Anfänglich war es schwierig, die einzelnen Möglichkeiten zu verstehen und vor allem zu entscheiden, was für ihre persönliche Situation die beste Lösung sein kann. Am Anfang war es schon schwierig, aber man kann da ja wieder nachfragen und nachhaken, wie da was geht. Irgendwann versteht man es dann schon noch ein zweiten, dritten Mal. Also es macht Sinn. Ja, es macht Sinn. Für uns Junge macht es eindeutig Sinn, ja. Neben den klassischen Vorteilen wie der Steuerersparnis, dem Arbeitgebervorteil, der höheren Verzinsung in den letzten Jahren ist vor allem das Bausparen, gerade für junge Menschen, sehr interessant. Neben diesen klassischen Vorteilen finden wir sehr interessantes Bausparmodell, das es zurzeit nur in Südtirol gibt, das die Landesregierung eben auf die Beine gestellt hat. Und wo wir uns als ASGB auch sehr eingesetzt haben, dass dieses auch interessant gestaltet wird, nämlich mit einem fixen Zinssatz, der dann zurückgezahlt wird. Bei Ehepartnern zum Beispiel können Mann und Frau das bei einem Vorsorgeinstitut angereifte Kapital zusammenlegen und sozusagen ein gemeinsames Bausparprogramm nutzen. Das angesparte Kapital wird zu einem Fixzins von der öffentlichen Hand verdoppelt. Wer schon früh mit dem Einzahlen beginnt, kann nach rund 20 Jahren bereits in den Genuss einer sehr interessanten Finanzierungsmöglichkeit für seine eigenen vier Wände kommen. Es gibt noch was Interessantes bei diesem Thema. Der Arbeitnehmer, also das Zusatzrentenfonds Mitglied, kann entscheiden, ob er das Darlehen mit Kapital und Zinsen, also in klassischer Weise zurückzahlt laufend, oder ob er über die gesamte Laufzeit nur die Zinsen zurückzahlt und das Kapital, das aufgeliehene, am Ende in einmaliger Form zurückzahlt. Das klingt alles kompliziert, ist aber mehr als nur eine Überlegung wert. Denn es geht schließlich um nichts Wichtigeres als um unsere Zukunft. Und je früher jeder von uns sich damit beschäftigt, umso besser.